Seit Jahrzehnten vergeht mir kaum ein Tag, ohne dass ich jener Zeit gedenke, da mein Volk im Herzen Europas von den herrschenden Mördern ausgerottet wurde. Am 31. März 1965 haben wir uns hier versammelt. Die Gruppe, die das organisiert hat, also die Dachorganisation, war die österreichische Widerstandsbewegung mit einem antifaschistischen Studentenkomitee. Hier waren schon Hunderte, die dann zu Tausenden geworden sind. Und vorne waren schon die Gegendemonstranten. Und kaum waren wir an der Ecke, begann es schon mit Wurfgeschossen, also diesen Orangen, die da mit Farbe gefüllt waren. Und da war hier die erste harte Auseinandersetzung vor der Technischen Hochschule. Die Gegendemonstranten, da muss man genau sein, waren zwei Gruppen. Eine Gruppe von Konservativen, die der Meinung waren, man muss die Hochschulautonomie verteidigen, meiner Meinung nach fälschlich, und die ging es nicht. Und dann ausgesprochene Radikale, die Burschenschafter und auch noch Neonazis. Das war ja dann vor dem Sacher ein Neonazi, der getötet hat. Mir vergeht kaum ein Tag, an dem ich die Gleichgültigkeit vergessen könnte, mit der die Welt dies jahrelang geschehen ließ. Durch den Resselpark sind uns die rechten Demonstranten nachgelaufen und hier vorne, vor dem ehemaligen OK, war schon eine schwere Blockade. Und dann sind wir durchgebrochen. Am 29. März gab es hier schon schwere Auseinandersetzungen. Wir standen in den Arkaden und die rechten Gegendemonstranten waren hier. Und hier war es überaus massiv schon. Auf der Opernkreuzung. Wichtig war, dass wir in diesen 48 Stunden einen Ordnerdienst organisiert haben. Denn hätte es diesen Ordnerdienst nicht gegeben, hätte es viel mehr Opfer gegeben. Hier fand die härteste Straßenauseinandersetzung in der Zweiten Republik statt. Mit dem ersten Toten, den 67-jährigen ehemaligen Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger. Die Gegendemonstranten waren hier derartig radikal und laut und aggressiv, dass es deshalb hier zu diesen, wie man in Wien sagt, Hortentauchereien gekommen ist. Und dort an der Ecke war eine Gruppe, die rief Hochboro, Heilboro. Also die haben wir schon ein bisschen durchs Kanalgitter passiert. Das war nicht gut. So hart und so arg war diese Empörung hier. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. 20 Jahre nach dem Krieg, dass Neonazis wagen, derart aggressiv aufzutreten. Das war für uns unerträglich, besonders für mich als ehemaligen KZ. Ich war circa 15 Sekunden später hier, als Günter Kümmel den Kirchweger niedergeschlagen hat. Und ich habe den alten Mann gesehen, wie er in einer Blutlache lag. Solche Einsamkeit nistet seither in meinesgleichen. Im heitern Sonnenschein bricht vereisende Kälte herein. Das Geschehene dringt in die Gegenwart ein, als ob es nicht Erinnerung, sondern eine unablässig wiederholte Gewalttat wäre.